18. Frau Präsidentin, werte Kollegen, vorweg, das Gesetz sollte den Namen tragen: Axt an die Bebauungspläne, Abschaffung deutscher Ordnung zugunsten der Windindustrie und Migration. Seit Beginn Ihrer Regierungszeit kündigen Sie eine umfassende Novellierung des Baugesetzbuchs an. Dazu legten Sie den Verbänden einen Entwurf mit völlig belanglosen Änderungen vor, gaben ihm den irreführenden Namen integrierte Stadtentwicklung und schieben jetzt unter der Hand zwei absolute Hammerparagraphen nach. Getreu dem Motto: vorwärts in den Abgrund immer, rückwärts nimmer, Ihnen egal, was alle anderen wollen. Sie begannen 2022 im Wind-BG mit der Festlegung, dass 2% der Fläche Deutschlands mit Windindustrieanlagen zugepflastert werden sollen. Bei mir in Mittelsachsen bedeutet das eine Verzehnfachung der Windindustrie. Wo heute beim Spazieren 10 Anlagen die Sichtachse verschmutzen, sollen bald 100 stehen. Diese Anlagen sind heute 60 Meter hoch, aber bald stehen dort, wenn es nach Ihnen geht, 600 Meter hohe, 300 Meter hohe Wolkenkratzer. 300 Meter hohe. Entschuldigung. Damit dieser Wahnsinn überhaupt erst möglich wurde, schaffen Sie bereits massenhafte Regelungen ab. Mindestabstände sind quasi abgeschafft. Sie können die 300-Meter-Giganten bis auf wenige 100 Meter Abstand an die Wohnsiedlung bauen. Alle notwendigen Vorschriften zum Schutz von Menschen, Tier und Umwelt haben Sie bereits abgeschafft. Die Windindustrie wildert in Naturschutzgebieten. Sogar Windkraft im Wald haben Sie ermöglicht. Sichtachsen und Naherholung interessieren Sie alle hier nicht. Infraschall, Brandgefahr, Abrieb von lungengängigen Mikropartikeln. Ja, die Gesundheit ist Ihnen egal. Sie reden immer von Bürgerbeteiligung. Die Wahrheit ist aber, Sie machen alles, um diese Bürgerbeteiligung in Luft aufzulösen. Letzte Woche debattierten wir hier an diesem Ort, an dieser Stelle, zusätzlich sogenannte Beschleunigungsgebiete für die Windindustrie. Heute schon wieder legen Sie eine Erweiterung des Paragraphen 249 BauGB vor. Demnach sollen die Privilegierungen für Windenergieanlagen auch außerhalb der 2% Flächenziele dauerhaft gelten. So eine Sauerei. Anderslautende Bebauungspläne wollen Sie komplett aushebeln. Chaos, völliger Wildwuchs für die Windindustrie und die totale Zerstörung unserer Landschaft werden die Folge sein. Hören Sie endlich auf mit diesem Irrsinn. Da Sie mir aber als Mitglied der AfD-Fraktion ja sowieso nicht glauben, zitiere ich die kommunalen Spitzenverbände. Diese beschweren sich massiv. Ihr Vorhaben würde einem ungesteuerten Windenergieausbau Tür und Tor öffnen. Außerdem warnen die Verbände vor einem unzulässigen Eingriff in die kommunale Planungshoheit und davor, alles ins Gegenteil umzukehren. Sie stoßen alle Raumplanern und allen Kommunen vor den Kopf und zerstören unsere bewährte deutsche Ordnung. Ihr Vorhaben, und das ist der zweite Hammer, ist so katastrophal, dass auf dem Stadtentwicklungskongress in Heidelberg Stadtplaner Protest liefen mit T-Shirts und der Parole: weg mit dem Paragraph 246e. Sie sehen es jetzt ab auf die grüne Wiese im ländlichen Raum und außerhalb der Städte, wo bisher kein Carport gebaut werden konnte, keine Gewerbefläche erweitert werden konnte, kein Einfamilienhaus für den Sohn errichtet werden konnte. Dort ermöglichen Sie jetzt entgegen aller bisher geltenden Bauregelungen Häuser von mindestens 6 Wohneinheiten. Hintergrund Ihrer Machenschaften? Ihre Migranten brauchen Platz. Auch wenn Sie mit Ihren Parolen weiterhin den kausalen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Wohnungsnot leugnen, die Realität sieht anders aus. Die Wohnungsnot ist und bleibt Ursache. Ja, Wahnsinn. Man hört nicht zu. Man legt eine sogenannte BauGB-Novelle vor und zerstört weiterhin unsere deutsche Kultur. Seit 3 Jahren knüpfen Sie von der Ampel nahtlos Frau an die Abgeordnete, kommen Sie bitte zum Schluss. Wenn Sie die Stimmung im Land kennen würden, dann wüssten Sie, dass Sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden und das schon bald zur nächsten Bundestag. Der nächste Redner. Ich sage es vielleicht noch mal dazu, wenn ich zweimal darum bitte, dass man zum Schluss kommt, muss man es einfach auch mal tun. Also mache ich jetzt einfach sonst aus. Der nächste Redner ist Daniel Föst für die FDP-Fraktion.